Ach, meine Jutzen, für was braucht man Reifendrucksensoren? Und wie kann man diese an das Fahrzeug kodieren? Viele BMW-Freaks, die würden jetzt sagen, ja, das kann man ja über die Raddrehzahlsensoren abgreifen, auch Minifans und manch andere Hersteller. Aber heutzutage gibt es ja RDKS-Sensoren, die euch die genauen Barzahlen anzeigen können bei euch in diesem Fahrzeug. Wieso ist es geil? Ja, das ist safe. Vor kurzem ein Kollege von mir, Victor, liebe Grüße gehen an dich raus, hatte einen Platten gehabt, also sein Reifen ist sogar geplatzt. Und Gott sei Dank hat er noch geschafft, die Ausfahrt zu nehmen. Der hat gesehen, wie die Barzahlen gesunken sind. Hujax ist er einfach angehalten und Glück gehabt. Ehrlich, Leute, this is safety first. Bei diesem Fahrzeug sind auch RDKS-Sensoren verbaut, obwohl das ein Amerikaner ist und die Amis, ja, je nachdem. Manche Amis sagen, die brauchen es, manche sagen, die brauchen das nicht, weil das kostet ja so viel Geld. So ein Sensor, was kostet 23 Euro, 29 Euro, je nachdem, könnt ihr bei uns gerne anfragen, bekommt ihr auch solche Sensoren. Aber safety first, Leute, wenn ihr pro Rad 24 Euro spart und dann Unfall baut, weil euch der Reifen geplatzt ist oder keine Ahnung was, weil ihr auch nicht bemerkt habt, dass ihr Druckunterschiede habt und dass es schnell abfallend war, ja, dann landet ihr im Graben, Auto ist futsch, natürlich Vollkasko, klasse, aber wenn ihr dann auch noch He seid, dann habt ihr euch damit nicht gerettet. Mit weniger Geld ausgeben. Schaut mal, es gibt verschiedene RDKS-Sensorenhersteller. Zum Beispiel ContiTech und wie sie alle heißen. Ich will ja nicht alle nennen. Diese haben meistens keine ID. Das bedeutet, die sind noch gar nicht programmiert worden. Da braucht ihr einen TP48er. Wenn ihr eine Reifenwerkstatt seid, so sieht das gute Ding aus. Der kann alle universellen Sensoren oder die meisten universellen Sensoren programmieren. Aber nein, ihr seid auch eine Werkstatt und ihr wollt ein bisschen Geld sparen, damit die anderen großen Haie nicht so viel verdienen. Dann holt ihr euch einfach TPMS-Sensoren von uns, von Thinker. Und da habt ihr den Vorteil, ihr habt zwei verschiedene Herzzahlen. Und jetzt kommen wir mal zu den Geräten. Es gibt natürlich verschiedenste Geräte, die das Ganze ausführen können. Es gibt auch kleine Geräte für auch 300, 400, 500 Euro, ne? Aber die können ja auch nicht mal Fehler auslesen. Hier bei unseren Thinker-Geräten können wir das auch durchführen. Ihr habt hier ein vollwertiges Kfz-Diagnosegerät, welches auch RDKS-Sensoren programmieren kann und an das Fahrzeug kodieren. Hier bei dem Top-Down, Phoenix, Max, ah nein, das ist ja ein ThinkTool Euromax. Ja, wir sind ja Partner mit Thinker geworden. Das bedeutet, wir können von Top dann das Beste hier noch mit reinnehmen. Auch die Übersetzung, ihr seht ja in dem alten Video, war das noch ein bisschen schwierig und ein bisschen schlecht übersetzt. Da kamen die Updates drauf, zack. Und da wir ja mit Thinker zusammenarbeiten, geben wir Thinker auch nur das Beste. Und bei diesem Teil gibt's aktuell noch einen TPMS-Tool kostenlos obendrauf. Und nicht nur das, auch ein Oszilloskopen, einmal Batterietester und eine Videoscope-Kamera, Inspektionskamera, Leute. Also ist es der Hammer? Ja, das ist der Hammer. Und aktuell haben wir auch eine Rabattierung von circa 5%, wenn ihr bei uns per Vorkasse überweist. Das seht ihr natürlich auch im Online-Shop. Also testen wir es mal mit dem kleinen Gerätchen hier. Diesem T-Wand 900 habt ihr auch nochmal den Vorteil, dass die Updates lebenlang kostenlos sind. Und bei dem großen habt ihr auch einen riesen Vorteil, dass die Update-Preise im Vergleich zu den anderen Herstellern um einiges günstiger sind. Also Leute, guckt mal, wir gehen hier auf TPMS drauf, wählen das hübsche Fahrzeug aus, der fragt euch Asien, American Markt, Europe, Overseas, China. Steckt euren Bluetooth-Dongle rein. Boah, der ist ja unhöflich. Vor dem Video bitte Auto aussaugen. Selbstverständlich nicht. Wenn ich jetzt bei jedem Testfahrzeug aussaugen müsste, Alter, dann... Und nein, ihr müsst die Zündung noch nicht einschalten. Schaut mal. Ja, wir haben hier einen Amerikaner. Ist welches Auto? Dodge Ram. 1500er. Und jetzt wählen wir aus, was hier ein Baujahr unser Fahrzeug ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann schaut doch mal bitte einmal in euren Fahrzeugschein rein. Und wenn ihr doch das Fahrzeugschein nicht zur Hand habt, seht ihr, an die ganzen Unwissenden unter uns, wenn ihr hier an die Scheibe schaut,
sieht man bei den meisten Fahrzeugen Baujahr, ne, Herstellungsjahr 2014. Also dann nehmen wir 2013 bis 2023 und da seht ihr, alle Updates sind ja auch da. Und was müssen wir? Einmal aktivieren, programmieren, lernen, je nachdem. Okay, also wir wollen die Verbauten ja schon aktivieren, weil die müssen nicht programmiert werden. Wenn wir hier auf Programmieren klicken, dann halten wir hier unseren Sensor dran an das Gerät hier. Yes. Und dann machst du brrrt. Und dann hat er ihn danach programmiert, hat eine ID vergeben. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt natürlich diese Sensoren auch klonen. Das heißt, ihr geht dann an die vorhandenen Sensoren dran, triggert die, um die ID zu vergeben. Seht ihr? Automatisch, manuell oder Kopie aktivieren. Kopie aktivieren, okay. Und jetzt zeigt er hier auch den aktuellen. Und dann können wir hier auf Programmieren klicken, halten unseren neuen Sensor dran und dann wird das Ganze auch geklont. Und nachdem ihr das Ganze geklont habt und alles gemacht habt, Leute, dann könnt ihr das in den Rad-Reifen-Kombinationsdinger verbauen, also an die Felge. Könnt montieren, alles machen. Also nicht zuerst montieren, Luftdruck reinlassen. Und dann erst an das Fahrzeug kodieren, sondern bitte zuerst programmieren, an die Felge verbauen. Dann könnt ihr aufblasen, ans Rad dran und natürlich auch aktivieren. Genug Geschwätz. Wir klicken hier auf Aktivieren drauf, nennt sich auch Triggern im Fachjargon. Gehen an das vordere linke Rad, also auf Aktivieren klicken. Halten das hier vorne dran an den Sensor und dann können wir auch direkt erkennen. Seht ihr, 23 Grad, 232 kPa steht bei dem, also Luftdruck. Natürlich kann man auch Einheiten umrechnen und sagen, hier, wir wollen das Ganze in Bar haben. In Bar, in Ordnung. Und dann sehen wir auch 2,32 Bar. Ist es nicht klasse? Und jetzt machen wir das Ganze an allen vier Rädern. Und wenn das Fahrzeug ein Ersatzrad hat, ne, Leute, dann könnt ihr auch das Ersatzrad kalibrieren. Zack. Was können wir sehen? Wir können auch den Batteriestatus erkennen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ja, ich weiß nicht, ob der Akku irgendwie leer ist und. Und das Komische ist, hier haben wir 19 Grad Celsius und überall Hämmer 23, 22. Und ab und zu spackt mal bei dem im System der Sensor ab. Dann könnt ihr auch erkennen, ich glaube, hinten links ist da irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt wollen wir das Ganze auch an das Fahrzeug lernen. Also klicken wir hier oben drauf auf Lernen an das Fahrzeug. Er lädt das Ganze hier anlernen, selber lernen und so weiter. OBD erneut lernen, weil der liest ja auch aus, was ist bei dem OBD abgespeichert. Und das sind ja die gleichen Sensoren, die da drauf waren. Hier OBD erneut lernen. Schließen Sie bitte OBD2 an, schalten Sie die Zündung ein. Wir schalten die Zündung ein und dann wird das Ganze auch fast fertig. Zündung, Schlüssel, drehen. Bis alles leuchtet. Okay. Er verbindet sich mit Bluetooth. Man hört auch den Dongle. Wir sehen, dass auch die ganze Anzeige hier vorne blinkt im Armaturenbrett. Jetzt wird die Kommunikation aufgebaut und an das Fahrzeug kodiert. Einwandfrei, hat super funktioniert. Und jetzt nochmal schnell zum Ablauf. Leute, wenn ihr neue Sensoren verbauen wollt, müsst ihr euch zuerst entscheiden, wollt ihr diese klonen oder wollt ihr eine eigene ID vergeben. Wenn ihr klonen wollt, habe ich euch schon gezeigt, wie das funktioniert. Wenn ihr sagt eine neue ID, klickt ihr auf neue ID drauf. Erst wenn dieser Sensor programmiert ist, dann bitte auf die Felge montieren, Reifen drauf, Druckluft neu und dann an das Fahrzeug kodieren und triggern, wie ich es hier gezeigt habe. Nicht vergessen. Weil ich weiß schon, da rufen die Kunden an und sagen, ja, das geht irgendwie nicht und. Weil manche Kunden einfach das zuerst verbauen und dann merken, ja, scheiße, die sind ja gar nicht programmiert. Dann müssen die wieder demontieren, programmieren sie wieder erneut und verbauen sie wieder. Doppelte Arbeit wollen wir nicht haben. Und daher ist es einfach
ratsam, mir immer zuzuhören. Und das gleiche zeige ich euch jetzt, wie es bei dem ThinkTool Euro Max funktioniert. Und wo kann man das Ganze kaufen? Natürlich auf www.ml24.shop. Ihr könnt auch Mittmann Live googeln, wenn ihr wollt. Wer bis heute Mittmann Live noch nicht kennt, ist selber schuld. Und Leute, nicht vergessen, TopScan Pro. TopScan Pro, Leute. Was das hier ist, müsst ihr auf jeden Fall in YouTube oder auf TikTok oder googeln oder bei Mittmann Live vorbeischauen. Und schaut mal, hier haben wir einmal ein TPMS-Tool. Wir starten den einmal, dann vibriert er kurz. Man sieht, dass der sich jetzt gleich verbinden wird, indem wir hier auf TPMS draufklicken. Er überprüft dann, ob irgendwelche neuen Updates zur Verfügung stehen, so wie jetzt hier neue Software-Updates verbinden. Er verbindet sich hier mit unserem neuen TPMS-Tool. Früher waren ja die alten, aber die alten haben so oft abgespackt, Leute. Und da gab es immer wieder, jedes zweite, dritte Fahrzeug hat irgendwie nicht funktioniert. Und man konnte bei zig Fahrzeugen nichts anlernen. Und da kann ich euch wirklich vom Herzen her dieses Teil empfehlen, dass es auch einwandfrei und sauber mit unserem ThinkTool funktioniert. T-Wand 200. Und wir haben auch diesen geilen Trolley hier im Angebot, Leute. Da könnt ihr das Teil einfach nehmen. Da kann ich auch mit einer Hand filmen. Da muss mich keiner filmen. Wir nehmen diesen Wägele, schieben ihn ein bisschen an das Tor, weil wir haben ganz viele Störungsquellen. Seht ihr, das Ganze mache ich mit einer Hand und mit einer Zigarette in der anderen Hand und den Trolley. Zack, Firmware erfolgreich installiert. Ja, das Auto steht hinter diesem wunderschönen Hammerchen. Wir klicken hier auf OK drauf, verbinden uns wieder erneut. Er fragt uns dann, okay, welches Fahrzeug haben wir wieder? Was darf man nicht vergessen? Natürlich diesen OBD-Dongle auch reinstecken, bitte. MDCI, VCI, ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Oder sogar VRD, Video Remote Diagnostic Device. Mal sehen, ob wir das Ganze von diesem Abstand hier machen können. Aus dieser riesen Entfernung. Das ist immer noch ein Dodge Ram. Hier habt ihr den Vorteil, ihr könnt auch Dodge direkt eintippen. Naja, oberes Suchfeld. Dodge Ram 1500er RAM. Zack, ausgewählt. Wir haben immer noch Baujahr 2014, nicht 2008, Micha. Nein, 2014. Und jetzt können wir das Ganze auch anfangen zu triggern. Da können wir genauso auswählen. Wollen wir programmieren? Wollen wir anlernen? Oder wollen wir eine Diagnose erstellen? Diagnose, er liest einfach mal aus. Die Fehler, DTCs lesen. Haben wir irgendwelche Fehler da drin? Und ja, Leute, guck mal, der Abstand langt ihm aus. Und er sagt sogar, niedriger Reifendruck, also bitte ein bisschen mehr Aufblase, ja? Man kann auch einen Bericht erstellen für den Kunden, wenn man da alles gemacht hat. Aber wir wollen die Sensoren anlernen. Wir können einmal hier nochmal lernen, nachdem wir Fehler ausgelesen haben. Oder hier. Okay, der sagt, der ist ja schon gelernt und, aber wir wollen es erneut lernen. Also, gehen wir mit diesem Teil hier, mal sehen, ob der Abstand auch ausreicht. Da steht ja auch vorne links oder front left. Okay, klicken. Habt ihr es gehört? Brrrt. Ja, das ist ja cool. Nach unten, vorne rechts. Brrrt. Wunderbar. Hinten rechts. Einfach immer im Kreis laufen, bitte, ja? Dann auf OK klicke. Und jetzt zum letzten. Hinten links. Wunderbar. Jetzt gehen wir zu unserem Gerät wieder zurück. Und was können wir erkennen? Der Riesenabstand hat uns auf jeden Fall ausgereicht. Es würde wahrscheinlich auch von dort hinten funktionieren, aber schaut mal, jetzt klicken wir auf OBD erneut lernen. Er verbindet sich, sagt, wie lange wir warten müssen. Lernen des Sensors erfolgreich. Ist es nicht der Hammer? Ja, das ist ja super. Und hier genauso für unsere anderen Leute, ne?
Wir können es natürlich auch in bar einstellen. Ist doch selbstverständlich. Ist doch extra für euch, auf jeden Fall. Und seht ihr, wenn man hier draufklickt, das sieht man hier auch. Wir klicken drauf und der wechselt einfach die Räder durch. Und man kann auch das Ersatzrad überwachen. Na, da haben wir wieder etwas gelernt oder irgendwas Neues gesehen, oder nicht? In dem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Mittmann Live.